Deshalb sind die stillen Musik in unseren Ohren. Sie wirken charismatisch, mysteriös und absolut unnahbar. Wenn sie etwas zu sagen haben, lauschen alle andächtig, weil sie eher zu den Zuhörern zählen, nicht zu den Selbstdarstellern. Die Introvertierten lassen sich niemals in ihre Karten blicken, bleiben aber trotzdem höflich und geben uns stets das Gefühl, in ihrer Welt willkommen zu sein. Die Tickets in dieses Universum sind allerdings schwer zu bekommen und heiß begehrt. Warum das so ist und wir von den Stillen magisch angezogen werden, erklären wir in dem heutigen Video. Nummer 1. Eine Aura des Mysteriösen umgibt sie. Der menschliche Geist findet alles spannend, was sich ihm nicht sofort offenbart. Die Neugier, hinter die Fassade zu blicken, treibt uns im zwischenmenschlichen Kontext ebenso an wie im beruflichen. Die Introvertierten treten nicht bewusst so geheimnisumwittert auf den Plan. Es würde ihnen vermutlich im Traum nicht einfallen, sich ein Image zu kreieren, so wie viele andere Personen das nur allzu gerne tun. Daher kommt zum Mystischen die Authentizität hinzu und beides finden wir unwiderstehlich. Nummer 2. Loyalere Freunde wird man kaum finden. Wer es einmal geschafft, eine introvertierte Person in sein Leben einzuladen und umgekehrt auch Stammgast in ihrem sein zu dürfen, kann sich freuen. Diese Leute sind von Natur sehr integer und vertrauenswürdig. Dadurch, dass sie nicht unbedingt andere Menschen brauchen, um glücklich zu sein, wählen sie ihr Umfeld sorgfältig aus. Wer dazugehört, tut dies aus gutem Grund und wird dementsprechend gewürdigt. Nummer 3. Man glaubt es kaum, aber sie sind sehr kommunikativ. Diese Seite der sogenannten Intros mag überraschen, wirken sie doch immer recht distanziert und zurückhaltend. Allerdings bedeutet das nicht, dass sie ihr Netzwerk nicht trotzdem am Laufen halten. Sie gehen dabei vielleicht subtiler vor als andere und behalten vieles lieber für sich. Doch die Kontaktanbahnung und Pflege läuft dennoch zu ihrer Zufriedenheit. Nummer 4. Ihr Wissen ist enorm. Die Introvertierten lieben es, den Posten der stillen Beobachter zu besetzen. Sie lassen im Gespräch gerne anderen den Vortritt und lauschen stets aufmerksam, wenn ihre Mitmenschen von sich erzählen. So kommt es, dass die Stillen schon bald einen regelrechten Wissensschatz ihr eigen nennen dürfen, von dem sie natürlich auch Gebrauch machen. Nummer 5. Unabhängigkeit ist ihnen wichtig. Ein überraschendes Attraktivitätsmerkmal ist die Freiheitsliebe. Zahlreiche Studien konnten inzwischen belegen, dass wir unabhängige Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, als begehrenswerter einstufen als hilflose Klammeräffchen. Die Introvertierten sind ein schönes Beispiel dafür, dass wir bei potenziellen Partnern Menschen den Vorzug geben, die ohne uns mühelos leben könnten, aber nicht wollen. Das Gebrauchtwerden empfinden viele als Zwang, der jeder Liebe sofort die Leichtigkeit abspenstig macht. Nummer 6. Sie sind authentisch und fühlen sich wohl in ihrer Haut. Eine introvertierte Persönlichkeit hat zeitlebens den Posten des Beobachters am Spielfeldrand inne. Sie wird niemals die Hauptdarstellerin oder der Superstar einer Show sein und das ist gut so. Angenehmer Nebeneffekt dieser Zufriedenheit mit der zweiten Reihe ist das Wohlfühlen mit sich selbst. Diese Leute suchen keine Bestätigung von außen, weshalb sie auch nicht zwanghaft danach lechzen. Nummer 7. Ihr Sinn für Humor ist einzigartig. Kluge Köpfe, stille Beobachter, Kenner der menschlichen Seele und kein Stück weit darum bemüht, gut anzukommen. Diese Mischung macht aus den Introvertierten die perfekten Satiriker für alle Tage. Ihnen liegt besonders der schwarze, bissige Humor, den sie aber nur wohldosiert einstreuen und sehr darauf achten, niemandem mit ihren Wortspenden auf die Zehen zu treten. Nummer 8. Sie sind überaus kreativ. Wer ein Leben in Stille und Abgeschiedenheit bevorzugt, nutzt diese Auszeiten bevorzugt sinnvoll.
So kommt es, dass die Introvertierten über ein ziemlich beachtliches kreatives Potenzial verfügen. Sie toben sich aus in den Bereichen der Musik, Literatur und bildenden Künste. Ihr schöpferisches Potenzial darf gerne über die Stränge schlagen, denn wer sollte sie davon abhalten? Nummer 9. Ihre Perspektive unterscheidet sich von jener der Masse. Die Abseitsposition, die Introvertierte zeitlebens gepachtet haben, bringt eine etwas andere Sicht auf die Dinge mit sich. Ihnen entgeht so schnell nichts und wo andere noch damit beschäftigt sind, das Umfeld zu sondieren, liegen Ihnen bereits alle Fakten vor. Nummer 10. Sie beschäftigen sich viel mit sich selbst. Einen deutlichen Hang zur Introspektion können Introvertierte nicht leugnen. Sie sind sozusagen ihr höchstpersönliches Lieblingsthema, dem viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wird. Was anderen Menschen an Selbstkritik und Reflexion fehlt, machen sie locker wieder wett. Diese Beschäftigung mit den eigenen Wünschen und Begehrlichkeiten hilft ihnen dabei, ihren Weg durch die laute Welt zu finden, ohne von ihr verschlungen zu werden. Nummer 11. Empathie und Mitgefühl sind stark ausgeprägt. Das feine Gespür der Intros für ihre Mitmenschen führt dazu, dass sie sich ganz hervorragend in diese hineinversetzen können. Sie haben ein Auge und ein Ohr für die Sorgen und Ängste ihrer Umgebung und können sofort erkennen, ob jemand glücklich oder unglücklich ist. Nummer 12. Ihnen entgeht nichts. Die feinen Antennen der Introvertierten sind ständig auf Empfang. Es geht fast gar nicht anders. Sie bekommen zwangsläufig alles mit, was um sie herum so vor sich geht. Davon profitieren nicht nur sie selbst und ihr Erfahrungsschatz. Auch ihre Mitmenschen können sich glücklich schätzen, dass jemand immer weiß, was gerade Sache ist. Nummer 13. Sie sind großartige Zuhörer. Die Kunst des aktiven Zuhörens müssen Introvertierte nicht lernen. Sie liegt ihnen im Blut und ist manchmal sogar ihr Trick Nummer 1, um Unterhaltungen souverän zu bestreiten. Anderen Menschen unser Ohr und unsere Aufmerksamkeit zu leihen, macht uns so attraktiv und sympathisch. Unser heutiges Fazit: faszinierend auf den zweiten Blick. Die Introvertierten haben kein Problem damit, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie müssen das gar nicht, um ihre Botschaft an die Frau oder den Mann zu bringen. Meistens finden die richtigen Menschen den Weg zu ihnen ohnehin von selbst. Sie fallen ins Auge und das ganz ohne große Töne zu spucken und die ungeteilte Aufmerksamkeit um jeden Preis auf sich ziehen zu wollen. Ihre Art, die Dinge lieber im Hintergrund zu regeln, fasziniert uns und lädt unser Kopfkino zum Spekulieren ein. Wahrscheinlich verbirgt sich genau hier die Magie, die Introvertierte verströmen. Sie beflügeln unsere Fantasie und ermutigen uns zu träumen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.